Ich habe hier noch eine junge Dame, die gerne was sagen möchte. Hallo. ja, ich wohne hier und wurde heute von dieser Demonstration überrascht und aus meinen Gedanken gerissen. Und ich muss sagen, es macht mir ganz schön Angst. Aber Sie haben ja gesagt, das ist ein offener Dialog, also darf auch ich hier was sagen. Selbstverständlich. Ja, das ist gut. Ja, ich habe mich einmal gefragt, warum Sie sich hier hinstellen und diese ganzen Leute, die hier wohnen, mit ihrer Meinung beschallen. Also denken Sie, die Leute hier lassen sich vielleicht leichter instrumentalisieren? Also, man sieht ja, dass hier nicht sehr viele Leute gekommen sind, um Ihnen zuzustimmen. Das wollte ich einmal sagen. Lass mich direkt darauf antworten. Ich wollte noch was zur deutschen Sprache sagen, was mir unlogisch erschienen ist. Sie sagen, Sie möchten, dass alle sagen dürfen, was sie wollen. Gleichzeitig sagen Sie, man soll alle englischen Worte auf Deutsch übersetzen. Es ist ja nicht so, dass Leute, die den Begriff LGBTQ nicht kennen, dass diese Leute irgendwie eingesperrt werden. Es ist nicht so, dass das irgendwie Gesetz wäre, dass man gendert. In Bayern wurde das Gendern verboten. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Also Sie sagen, es braucht ganz schön viel Mut, hier zu sprechen. Tut alles mir leid, gut, ich bin ein bisschen schüchtern. Na, alles gut. Alles gut. Atmen. Alles gut. Ich habe noch nie in ein Mikrofon gesprochen. Deswegen hätte ich kurz geantwortet auf die erste und hätte es Zeit gehabt für die zweite. Wäre das möglich? Merkst du das? Und ich antworte dir direkt auf das erste mit den Leuten. Ja. So. Also ich weiß nicht, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, die hier wohnen. Ich weiß nur, was in meinem eigenen Kopf vorgeht. Es gibt viele Demonstrationen, die finden statt am Brandenburger Tor im Regierungsbezirk. Und offensichtlich Samstag, Sonntag ist kein einziger Politiker da, den man nehmen kann. Es sind meistens Touristen. Man erreicht keine Leute. Man versucht, wie vorher schon gesagt, den Dialog, das Gespräch mit den Menschen. Und ich wette alles, dass in diesen Blöcken Menschen wohnen, die Angst haben um ihre Zukunft oder um die Zukunft ihrer Kinder und sich wirklich nicht trauen, das zu sagen, so wie ich vielleicht. Ich bin eh schon... Ich zum Beispiel. Ja, guck mal, doch, du machst doch den ersten Schritt. Weißt du, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert. Was bei mir in den Medien steht, ist zu 99% gelogen. Ich habe nichts mehr zu verlieren, außer weitere Geldstrafen. Ich kenne Sie gar nicht, also ich kenne Sie nicht aus den Medien. Ich bin kein böser Mensch, da kannst du sicher sein. Ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich bin Opa, ich habe Patenkinder, Vietnamesen. Also ich sorge mich mehr um den ihre Zukunft wie um meine, weil ich habe genug erlebt. Aber hier ist der einzige Versuch, worum es geht, der Dialog. Und das mit LGBTQ, ob du alles gehört, ich habe gesagt, damit die älteren Menschen auch verstehen, was das bedeutet. Das war der Zusatz, den hast du vergessen. Das finde ich gut. Also ja. Man kann das ruhig übersetzen. Aber Sie sagen ja, man soll die ganzen englischen Begriffe aus der deutschen Sprache verbannen. Damit sagen Sie... Aber okay. nicht die ganzen, sondern das, was in unserer Sprache... Guck mal, Vogue, was ist denn Vogue? Ich spreche Englisch, ich weiß, was Freedom over Fear bedeutet, Freiheit über Angst. Erklär doch mal den alten Menschen, was Freedom over Fear bedeutet und den Hintergrund. Das kann ich machen. Also, es ist... Ich weiß auch nicht. Also, Vogue ist ein großes Thema. Also, ich würde sagen, Sie können Ihre Meinung haben, Sie können sich hier hinstellen, Sie tun so, als ob Sie für Ihre Meinung verfolgt werden, aber Sie stehen doch hier, Sie werden von der Polizei geschützt. Ich bin verfolgt, natürlich, vom VS, der MAD hat meinen Namen auf der Liste, ich kriege Geldstrafen, ich verliere zweimal meinen Job, beim dritten Mal kriege ich die Androhung der Kündigung, ich darf die Linie nicht fahren. Was denn noch? Ich krieg Hausbesuche von der Polizei. Was denn noch? Wenn das nicht politisch verfolgt ist für das, was ich sage, dann träume ich wahrscheinlich, kann sein. Mir passiert genug. Ich kann nicht alles erzählen, was mir passiert, wirklich. Aber genug. Ich fühle mich politisch verfolgt, wie viele andere auch. Hier wurden Ärzte ins Gefängnis gesteckt, weil sie Menschen geholfen haben,
aus dieser Misere, die damals Maske, Impfen und so weiter geholfen haben. Sie wurden ins Gefängnis gesteckt. Hier wurden Polizisten entlassen, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Ein Polizist darf seine Meinung nicht sagen, weil er ist im Dienst, er hat seine Uniform. Ist das nicht politisch verfolgt, wenn wir doch von Meinungsfreiheit reden, mal ehrlich? Also in einem Land, wo es wirklich keine Meinungsfreiheit gäbe, hätte man, also da dürften sie hier gar nicht stehen. Ich würde sagen, dass es in diesem Land schon Meinungsfreiheit gibt. Und das finde ich gut. Ich finde es gut, dass sie hier stehen können und ihre Meinung sagen können. Ist das aber nochmal, im Nachgang bekomme ich die Probleme und die Probleme sind immer Geldstrafen. Das ist, wenn ich sagen darf, was ich will, guck mal, ich beleidige ja keine Menschen. Für was denn? Wir sind alle Menschen. Ja. Wir sollten alle wirklich mal zusammenhalten. Du machst den ersten Schritt, das finde ich richtig gut. Du kannst auch, wenn der Sven wieder da ist, wiederkommen. Und du wirst dann feststellen, dass hier in der Regel ganz normale Menschen der Mitte stehen, der sogenannten Mitte, die es in Wahrheit gar nicht mehr gibt. Aber wir sind konservativ. Wir lieben unser Land, davon gehe ich aus. Wir lieben unsere Kinder, unsere Familien, wollen das erhalten, wollen das schützen. Wir wollen Frieden. Wir wollen auch Frieden, ja. Und was unterscheidet uns jetzt? Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Ich würde sagen, dass Sie sagen, die AfD oder rechte Parteien oder Parteien, die als rechts eingestuft werden, bieten die Lösung für all diese Probleme. Habe ich nicht gesagt. Also das habe ich so verstanden, okay, was Sie denn reden. Alles gut, habe ich nicht gesagt. Ganz kurz, ich antworte dir direkt. Die AfD ist nicht die Lösung der gesamten Politik. Aber in der AfD gibt es Politiker, die die Fakten und die Probleme ansprechen. Die AfD leugnet den Klimawandel. Das ist also gegen den wissenschaftlichen Konsens. Nein. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung, die wir zurzeit haben. Sei doch mal leise, lass doch mal die Frau reden, das macht man nicht. Seid so gut, seid bitte so nett. Ja? Lass doch mal die Frau reden. So, ich werde auch antworten, ganz genau. Genau, also, und danach können Sie ja antworten. Die AfD ist die einzige Partei, die den Klimawandel leugnet. Und die keine Agenda hat, um irgendwas gegen den Klimawandel zu tun. Die AfD will die Braunkohle fördern, die AfD will Verbrennermotoren fördern. Natürlich, ich fände es auch schön, wenn es keinen Klimawandel gäbe. Ich fände es schön, wenn wir nichts dagegen tun müssen, aber es gibt nun mal den Klimawandel. Und durch den Klimawandel werden in dieses Land in Zukunft noch viel mehr Flüchtlinge kommen, weil es in den heißeren Gebieten der Erde immer heißer wird. Also die AfD schafft die Probleme, die sie dann selber bekämpfen möchte. Die AfD tut so, als ob sie eine Partei für Geringverdiener wäre. Dabei möchte sie die reichen Leute weniger besteuern. Von unseren Steuern werden unter anderem Schulen, Krankenhäuser, Schienen, Straßen und alles, was uns zugute kommt, im Allgemeinen mitfinanziert. Natürlich wird mit Steuern auch ganz schön viel Scheiße gemacht. Das stimmt. Aber es ist doch keine Lösung, einfach die reichen Leute weniger zu besteuern. Dann werden die reichen Leute immer reicher, die Armen, die die AfD gewählt haben, werden immer ärmer. Wer sagt denn, dass die Armen die AfD wählen? Wer sagt das? Keine Ahnung. Ah, okay, na, jetzt, warte mal, seid doch mal leise. Dialog ist zuhören und versuchen zu antworten. Sie sagen doch von oben nach unten, also wir müssen uns gegen die da oben wehren. Genau. Wen meinen Sie denn damit? Damit meinen Sie doch wahrscheinlich die Armen, also wir sind hier die Armen. Nein. Und wir müssen uns gegen die Reichen wehren. Nein. Ich werde dir antworten. Ich habe noch ein paar Fakten da hinten, ungefähr so dick. Das Problem ist zu antworten, wenn die Frage so lange ist. Also das, was die AfD macht, willst du damit sagen, dass das das Programm der CDU mit der FDP ist von 2-3 Jahrzehnten, weil das waren die Unternehmer entlasten wollten. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil die Unternehmer für Arbeitsplätze sorgen und so weiter und für die Wirtschaft, aber es muss natürlich begrenzt und kontrolliert sein. Und das Wort Arme, natürlich, wir haben hier genügend Armut in unserem Land, aber wer sagt, dass die AfD von Armen gewählt wird, das ist völlig daneben. Wenn ich dir sage, wie viele Ausländer in meinem Freundeskreis sind, dass 100 oder, nee, übertrieben, mindestens 95% meiner ausländischen Freunde aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Irak und ganz besonders aus der Türkei wählen die AfD. Ja, aber also es gibt ihnen doch nicht recht. So, jetzt zum Thema Klimawandel. AfD, nur weil sie ausländische Freunde haben, heißt es doch nicht, dass sie irgendwie sagen. Das, was ich sage, ist doch, also recherchiert und fundiert natürlich, zum Klimawandel, jetzt habe ich es wieder. Ich sage dir nur, dass nicht nur die Armen die AfD wählen, sondern alle Menschen, die ein bisschen Verstand haben, ich muss das jetzt so sagen,
und eine Veränderung ins Positive haben wollen, wählen die AfD. Alle, die ein Weiter-so haben wollen, wählen irgendeine der Altparteien. Zum Thema Klimawandel. Die AfD leugnet meines Wissens nach nicht den Klimawandel, sondern den menschengemachten Klimawandel. Das ist der Punkt. Nein, ist nicht das Gleiche, ganz besonders nicht. Ich war vor 40 Jahren war ich auf dem Schiff, ich war gelernter Binnenschiffer und habe 25 Grad Minus gehabt, ich habe 40 Grad Plus gehabt. Ich sehe das heute nicht anders. Global kann ich es nicht so beurteilen, aber den Klimawandel gab es immer. Es gab Wärmezeiten und es gab Kältezeiten. Und jetzt sagst du, ja, wir sind da, also die AfD ist dafür verantwortlich, dass alle Welt nach Deutschland kommt. Also guck mal, doch, das hast du gesagt, nach Deutschland, guck mal, hier ist Deutschland, hier, der kleine Punkt, und das ist die Welt. Und jetzt kommt die ganze Welt, Klimaflüchtlinge, in diesen kleinen Punkt nach Deutschland, um vor der Hitze zu flüchten. Glaubst du das? Dass die AfD, wenn sie gewählt werden würde, würde nichts mehr gegen den Klimawandel getan werden. Wahrscheinlich, also, und dann würde der Klimawandel noch schneller vorangetrieben werden. Dann wird es in den heißeren... Ja, schau mal, ich in den heißeren Gebieten der Erde immer heißer werden. Und dann wird es eine Bewegung von Süden nach Norden geben. Das habe ich gesagt. Ich wollte noch sagen, dass die AfD, sie sagen irgendwie, in 2 Jahren haben wir keine Rente mehr, um den Leuten hier Angst zu machen. Habe ich doch gar nicht gesagt. Irgendjemand am Anfang hat das gesagt. Ich stand da oben und ich habe das gehört. Und die AfD ist dafür, also durch die AfD werden die Rentenkassen noch viel schneller leer. Und die AfD ist dafür, dass nur Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben, Rente beziehen können. Das steht im Parteiprogramm, das können Sie doch nachlesen. Du musst das Grundsatzprogramm lesen einer Partei. Immer das Grundsatzprogramm musst du lesen einer Partei. Noch einmal, und das mit Thema 45 Jahre. Es gibt eine Eckzahl. Ich war 20 Jahre in der Finanzbranche. Die Eckdaten der Rentenversicherung werden aus ca. 45 Beitragsjahren in die Rentenversicherung genommen. Das heißt, du machst deine Lehrzeit, dann gehst du arbeiten, hast du 45 Jahre voll und dann bekommst du die Rente. Und jeden Monat, wo du früher in Rente gehst, kriegst du 0,3% abgezogen. Wer einen Betrug macht mit der Rentenkasse, das waren die ganzen Altpolitiker, inklusive Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß und sonstige. Alle haben sich aus der Rentenkasse bedient in Höhe von ca. 700 Milliarden Euro, weil sie Dinge aus der Rentenkasse finanziert haben, die eigentlich steuerfinanziert werden müssen. Deswegen ist die Rentenkasse leer. Und dann kommt der Walter Riester, dann kommt der Walter Riester in Berlin, habe ich den gesprochen, habe ihm meine Meinung über ihn gesagt und sagt, sie sind schuld, dass die Rentenkasse leer ist und so weiter. Und dann sagt er, naja, wir schießen ja jedes Jahr 100 Milliarden dazu in die Rente. Es ist eine Schande, dass sie erst Geld aus der Rentenkasse klauen und dann mit 100 Milliarden Almosen in die Rentenkasse einbezahlen. Das, was die Menschen als Rente kriegen, das ist Sozialhilfe. Wenn ich sehe, dass Rentner Bürgergeld beantragen müssen, weil das Geld nicht langt. Wenn ich sehe, dass Rentner an die Tafel müssen zum Einkaufen. Wenn ich sehe, dass Rentner in den scheiß Mülltonnen nach Flaschen kramen müssen. Dann kriege ich Zorn. Das ist keine Rente. Das ist Almosen für ein ganzes Leben voller Arbeit. Also erstmal meinen großen Respekt, dass Sie hier das Wort ergreifen. Ich muss sagen, es ging nämlich genau darum, deswegen, um die Frage eingangs zu beantworten, weswegen wir hier stehen. Wir stehen genau deswegen, weil die Menschen hier Sorgen, Probleme, Nöte, andere Ansichten haben als wir vielleicht. Und wir wollten mit diesen Menschen ins Gespräch kommen. Und das ist uns jetzt im Grunde auch gelungen. Und deswegen erstmal nochmal mein Dank. Und auch das Thema Rente, da kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Ralf, das ist so ein Thema, da werde ich nachher auch nochmal was zu sagen, was die Rente betrifft, weil das ist genau mein Steckenpferd. Ich habe nämlich beim Flyer-Verteilen hier mit älteren Menschen geredet. Und die sagen genau das, was wir eigentlich hier auch sagen. Wie wir mit unserer alten Gesellschaft oder mit den Älteren umgehen in unserer Gesellschaft. Das ist ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Und ich glaube, das hat gar nicht so viel mit AfD oder nicht AfD zu tun, weil tatsächlich ist das so, dass wir gar keiner Partei hier angehören. Und letztendlich jeder Einzelne vielleicht für sich eine Partei prädestiniert, sagt, okay, das finde ich gut. Es gibt aber auch Menschen, so wie Sie vielleicht, die sagen ganz klar, nee, AfD will ich nichts mit zu tun haben. Und das finde ich legitim. Genau darum geht es ja, dass wir darüber sprechen und dass wir den Respekt einander irgendwie hochhalten, auch die Meinung, die uns nicht gefällt, auszuhalten.
Wenn wir da hinkommen als Gesellschaft, dann gewinnen wir jede Menge mehr als das, was wir jetzt haben. Also würde ich auch sagen. Ja, und die Probleme, die wir haben, junge Frau, die Probleme, die wir haben, ist nicht Ursache die AfD. Nein, nein, aber die AfD hat auch keine Lösung. Nein, nein, die Lösung, die sie sagt... Ich würde sagen, die AfD würde alles noch viel schlimmer machen, wenn sie gewählt werden würde. Nein. Sagen Sie doch mal einer Krankenschwester oder einem Bauarbeiter, dass er 45 Jahre in diesem körperlichen Beruf arbeiten soll, bevor er überhaupt Rente bezieht. Das, ja, also in Teilen stimmt, was du sagst, aber die AfD ist nicht für alles, was du gesagt hast. Ich sag dir was. Wir haben die Diskussion mit den Altparteien, wenn man darüber redet, dass die wollen, dass nach 45 Beitragsjahren und so weiter und so weiter. Und dann kommt das Thema, sagen Sie mal einem Maurer oder einem Fliesenleger, dass er 45 Jahre arbeiten muss, um erst seine Rente zu bekommen. Natürlich ist das für einen Maurer schwieriger als für einen Politiker. Warum? Der Politiker im Bundestag kriegt pro Jahr 250 Euro Rente. Der geht 4 Jahre im Bundestag und hat mehr als ein Armutsrentner in Deutschland. Findest du das gerecht? Also das ist Politik, die die Altparteien machen, nicht die AfD. Ja, also das finde ich auch nicht gut. Ich würde aber sagen, dass die AfD dafür keine Lösung hat. Also ich würde nicht sagen, dass die AfD der Grund für all unsere Probleme ist. Ich würde sagen, es ist die AfD, wenn wir die wählen würden alle, dann würden diese Probleme nicht gelöst, sondern nur noch schlimmer werden. Und die AfD macht mir Angst. Es macht mir, ja, genau, die AfD macht mir Angst. Die AfD ist gegen Abtreibung. Die AfD ist dafür, dass Frauen nach der Geburt eines Kindes 3 Jahre zu Hause bleiben. Das ist doch rückschrittlich. Also, das propagiert ein traditionelles Familienbild, in dem ich persönlich nicht mehr leben möchte. Natürlich können Leute, die das wollen, das machen. Aber wenn keine Steuern mehr eingenommen werden, dann gibt es weniger Kita-Plätze. Dann können Frauen nach der Geburt, wenn sie das wollen, auch nicht wieder arbeiten gehen. Also ich würde sagen, ich weiß auch nicht, ich will einfach nur sagen, dass ich das für gefährlich halte und dass mir das Angst macht. Und Sie können Ihre Meinung haben. Ich wollte nur, dass wenigstens einer was dagegen sagt. Nein, ich finde es gut, dass die junge Dame diese Punkte anspricht, weil nur so kann man es lösen oder Argumente bringen. Also, die AfD wird nicht für alles eine Lösung haben. Warum nicht? Weil die Probleme 10, 20, 30, 40 Jahre von den Altparteien so fortgeführt wurden, ohne eine Lösung zu bringen. Die Politik ist verantwortlich für die Probleme und verkauft uns die vermeintlichen Lösungen. Natürlich wird sich, das habe ich vorhin gesagt, wenn die AfD Regierungsbeteiligung hätte, würde sich nichts ändern. Auch nicht zum Nachteil, du brauchst keine Angst haben. Warum? Der Parteiensumpf, der Parteienapparat ist viel zu groß, als dass eine Partei alleine entscheiden könnte. Die Entscheidungen im Großteil gehen von den USA aus. Und das, was in den Parlamenten gesprochen wird, ist zum Großteil populistisches, dummes Gerede. Damit tut man die Menschen gegeneinander aufhetzen. Aber das, was du machst, ist richtig. Du redest darüber. Ich wünsche, der Ansa ist da. Finde ich gut. Mit dem habe ich gute Gespräche. Alles in Ordnung. Ich würde mir wünschen, wenn mehr von solchen Menschen, die anders denken, hier wären. Und nur so kriegst du einen Dialog. Das Schlimmste, was passieren kann, am Ende des Gesprächs, haben wir doch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Das müssen wir ja. Würde ich dich deswegen verfolgen oder beleidigen oder schlagen? Nein. Was denkst du, was uns teilweise passiert ist in den ganzen Jahren? Ich bin seit 2016 auf der Straße. Unglaublich, kann ich dir gar nicht. Köln ist das beste Beispiel. Also, oder Mannheim. Die Leute, die anders denken, sind nicht alle so respektvoll wie du, trotz allem, was du sagst. Und Thema Abtreibung. Ich finde, jeder Mensch sollte selbst entscheiden. Ich finde, wenn eine Frau schwanger wird, soll sie dazu stehen. Und wenn nicht, soll sie verhüten oder der Mann. Aber wenn ich jetzt schwanger bin, dann mache ich es halt weg. Du tötest ein Lebewesen. Da bin ich auch dagegen. Aber die Frau soll selbst entscheiden. Die Frau soll auch selbst entscheiden, ob sie 3 Jahre zu Hause bleibt mit ihrem Kind. Ich persönlich finde, die persönliche Beziehung zwischen Papa, Mama und Kind, das Wichtigste wäre das Kind aufwachsen in den ersten paar Monaten. Und ich habe noch kein Kind bekommen, aber ich weiß, dass es so ist. Ralf? Danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Und komm wieder, das ist wichtig.